Ja, und somit kriegst du zurück bei The Outer Worlds. BNB Borsten Baked Beans. When you need to eat and run, Borsten Baked Beans is the only one. Naja, gut. Ja, die Bohnen helfen sicher beim Scheißen. Gut, aber was machen wir heute? Captain's trying to nail down a contract now. Nice. Where you headed? Not supposed to say. These days, info on freight schedules are worth near as much as the freight. Hey, man. I'm no pirate. Just interested in your life or whatever. Yeah, but can you say that about everybody else who might be in earshot? Richtig. Und immer fest drauf treten. Gut. Wir... Du dein Waffen hab ich da. Luder da. Sonst hau ich die. Gut. Wir machen da das Raumschiff... Raumverbrecher-Syndikat weiter. Berge den fehlenden Zugangscode. Ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, was wir gemacht haben. Von Blut und Tinte kehre zu Grahamwürstel zurück. Beiß nicht in die Sonne. Was? Beiß nicht in die Sonne? Kaufe Pflegeprodukte. Parvati möchte June Lai mit dem perfekten Date überraschen, aber dafür braucht sie deine Hilfe. Das können wir später machen. Die Sanitätermaschine suche nach Hawthorns Terminal. Ada hat dir nahegelegt, dass der ehemalige Captain des Schiffs Alex Hawthorne womöglich Informationen zu seinen Versuchen, Sam zu modifizieren oder zu reparieren, in seinem Terminal im Quartier des Captains hinterlegt hat. Ja. Das ist für die Nioka. Nioka will endlich mit ihrem alten Team abschließen. Der erste Halt ist an einem Grab, wo sie einen Mann namens Hayes mit ihren eigenen Händen begraben hat. Durchsuche den Außenposten. Rebecca und Anders wurden angeheuert, eine Plage in einem alten Expansionsaußenposten für Edgewater auszuradieren, den Spacer's Choice im Emerald Well zurückgelassen hat. Begib dich zusammen mit Nyoka dorthin und finde heraus, ob sie noch am Leben sind. Und das ist der schlechteste Kontakt, Ellie. Ja, wurscht. Wir werden jetzt da diese komische lila Launebär-Mission da weitermachen. Ike's Amory. Amory, das ist ja Rüstung, gell? Engineering, was war denn da drinnen? Das Dreiviertel, der war es ja schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange das spielt. Ich spiele, glaube ich, schon sicher seit Monaten. Ike! Mei, ist der süß. Ja, den haben sicher aber die Weiden mit einer Kette gezogen. Schau mal, aufs Bier singen. Zeig mal, was du zum Angebot hast. Ike's Emery, 22% Rabatt, ja bist du narrisch, also zahlen wir 22% weniger, ja das finde ich ganz, 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 ja. Was gibt's denn da an Helmen? Ausweichen, Medizin, schwer, blocken, ausweichen, Handfeuerwaffen, Nahkampfwaffen, Heiligung, Nahkampf, Entschlossenheit. Entschlossenheit plus 7. Den nehmen wir mal mit. Kurz noch einen Blick. Da. Handfeuerwaffen. Dialogfertigkeiten. Ja, hol dir die Waldfähne. Da müssen wir klar zugreifen, hörst. Und dann noch Stufe 22 bis an Stufe 19. Nahkampfwaffen, Modifikationen, ja, das brauchen wir da nicht. Wurscht. Wir holen uns jetzt mal die zwei Rüstungen. Spiel wird gespeichert. Na, süße Maus. Gehen wir weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Da in diese Richtung 211 Meter. Jawohl, Dockarbeiter. Ja, dann kannst du fragen, ob er Doktor ist. Was ist da? Halcyon, keine Ahnung. Anthrozylin. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Medical Bay, also Michael Bay, ne? Bell Shell. Packet had the toss ball scores from Deconis. What about the rail gliding championships? I didn't think anyone but natives followed that. Hell, I know space hands who don't even think it a sport. So, that's a no? More like don't know. Storm season ran long. When I left, the Mortosis clouds were still stirred up. All Atmo flights grounded.
Nee, so, jetzt haben wir es benannt. Jetzt haben wir es benannt, dir sag es. Rizzo Spectrum Vodka. Aftertaste the Rainbow. So, man braucht ein Tier. Aus dem Weg, aus dem Weg. Sonst hau ich euch alle blau. Zugangscode. Aber wisst ihr was? Bevor wir jetzt da den komischen Dings machen. Bevor wir jetzt da die komische Frachtercrew machen, kennt man eigentlich. Warte mal, wo ist denn das jetzt gewesen? Weiß nicht in die Sonne. Wir könnten schnell das Hawthorns Terminal suchen. Schnell, Frieda, schnell. Wir müssen uns bauen, wir haben keine Zeit. Schnell! So, zurück auf der Unrally Able. Wir nennen, ich würde das Schiff ein bisschen anders umbenennen. Das Unrally Able, das gefällt mir nicht. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Vor der Adelaide. Da müssen wir hier, genau. Mülleimer, da ist nix. Was ist denn da drinnen? Oh, willkommen, Captain. Aktuelle Nachrichten abrufen. Von Tennyson. Palati. So etwas mache ich eigentlich gar nicht. So etwas mache ich eigentlich nicht. Ganz und gar nicht, aber gut. Da war diese Maschine mit dem wundervollen Klang. Ein Brummen, ein Zirpen, ein traumhafter Gesang. Doch nun hustet und prustet sie, denn irgendwas hängt fest. Diese grässliche Blockade gibt ihr noch den Rest. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Und dann kommt diese Frau, die Zange, ihr Accessoire, mit kunstvoller Frisur und glänzend seidig schwarzem Haar. Sie spürt ein Ruckeln und Poltern in der Kaltluftzuführung. Die Maschine bebt. Denn sie will sie berühren. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Ich, habe noch 5 weitere Strophen geplant. Aber ich habe ein paar Schwierigkeiten mit einigen Reimen. Also melde ich mich dann später wieder. Dann zurück zum Stammverzeichnis. Aktuelle Nachrichten. Tennyson! Andy Pavati, wegen unserer Unterhaltung. Wir sprachen von alten Freunden. Hey, das ist ja die Junlei. Ah. Okay, Baby, da geht's um das Date. Wir sprachen von alten Freunden, weißt du? Und da musste ich plötzlich an Isabel denken. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Wir waren chaotisch, gut chaotisch, aber dennoch chaotisch. Ne? Gute Beziehung. Ich bin jetzt ein besserer Mensch, als ich damals war. Jo, keine Ahnung. Ich wollte, dass du weißt, auch wenn ich zu viel von dem alten Familienrezept trinke. Du bist echt ziemlich toll, Baba Sandelgrund. Sandgrund. Autokorrektur, was soll das? Ich hau dich klein, so müde. Vielleicht mache ich kurz die Augen zu. Zurück zum Stammverzeichnis. Nachrichten für Alex Hawthorne. Bitte eine Hawthorns ungelesene Nachrichten ansehen. Liest der von Hugh Bedford. Na bitte, Geräusche, der Herr Bedford ist auch da. Ich habe bei meiner letzten Nachricht noch etwas vergessen. Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpiraten mit einem Herz aus, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet, also zeig sie besser nicht deinen Spacer-Kumpels. Sie wird dir hoffentlich auf deinem Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeiten mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Udom. Und bitte. Haben wir es benannt. Suchbegriff Sam. Erste Ergebnis. Zu Sam. Experimentnotiz, bla bla bla. Denk dran, du hast bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf deinem Schrottplatz im Emerald Well gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen. Das könnte lustig werden.
Zweites Ergebnis. Entfernung des Werksteils Seifenreiniger erfolgreich. Lieferung des für den Kampf modifizierten Ersatzteils Säurereiniger verzögert. Projektverzug auf 3 Monate geschätzt. Ich habe ja sonst nichts Wichtiges zu tun. Oh halt, stimmt ja gar nicht. Und das dritte Ergebnis? Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird so bald nicht hier eintreffen. Aber es gibt genug Neuigkeiten. Ich habe von einem Typ gehört, der ein Mädel kennt, die den Händler kennt, der weiß, wo ich einen Säurereiniger mitgehen lassen kann. Und der mir für die Info viel zu viel Kohle abgeknöpft hat. Das Teil wurde an eine Lagereinrichtung in Roswell geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal in das Drecksloch zurückkehre? Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren daraus. Ich hol's mir nach dem nächsten erneuten Halt im Emerald Well. Wells will, dass ich irgendeine wichtige Person begleite. Details folgen später. Schauen wir mal. Tagebuch. So, die Sanitätermaschine. Da du jetzt den für die Modifizierung benötigten Säurereiniger besitzt, musst du nur noch die Anwälte zurückkehren, Säurereiniger ausbauen und diesen einbauen. Aha. Warte mal. Die Robotereinheit antwortet nicht. Die auf dem Gehäuse verzeichnete Seriennummer enthält die Buchstaben Sam. Installiere den Säurereiniger. Ein polterndes Geräusch ertönt irgendwie im Inneren des Gehäuses. Initiating initialization sequences. Greetings, customer. This Sam unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your Sam? Sam hat den Vorteil sauber erhalten. Mehr Informationen findest du im Reiter Details. Ja. Registering new owner, Captain. Willkommen in meiner Crew, Sam. Sam units live to clean and clean to live. Da ist der geil. Wie hat denn der Roboter in Fallout New Vegas geheißen? Der, was du am Anfang begrüßt, auf gut Deutsch gesagt. Der war ja auch geil. Keine Ahnung. Hab ich vergessen. müssen wir nochmal schauen ins Tagebuch. Warte mal kurz, das ist ja da herunten. Wieso schaltet der immer um auf den Hauptauftrag? Und was kann ich mit denen machen? Kann der Pflegeprodukte kaufen? Nein, wahrscheinlich nicht. Fragen dazu deppert, Tagebuch. Ich wollte eigentlich da weitermachen. Da. Zum Grahamwürstel müssen wir da zurückkehren und das Raumverbrecher. Raumverbrecher-Syndikat müssen wir. Ja. Ausschalten. Hey, geiles Schiff, darf ich das auch haben? Hallo, Ada. Navigationsterminal. Der Schrotti. Wir müssen wieder zurück nach Monarch. Monarch, Monarch, Baby. Mehr da. Wir müssen eh noch Stella Bay, gell? Ich glaub. Warte mal ganz kurz. Wenn noch mal kurz aussage, jetzt muss ich dann nochmal nachschauen. Tagebuch. Lilia hat eine Beschreibung. Okay, also müssen wir von Stella Bay nach Dings reisen. Nach. Von Stella Bay nach Fellbrook, genau. So, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dort sind. Genau. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Bussi, mein Schatz, Bussi. Bussi aufs Bauchi, das Arschal wackelt, gell? Warte mal kurz, jetzt können wir da raus. Ja, ich schneide.
Wir nehmen jetzt einmal mit. Nein, die will ich noch nicht mitnehmen. Später dann zum Finale zu. Wie, wenn man das Spiel auf dem Finale hat, weiß ich nicht. Wir nehmen wieder das Tab. Was habe ich denn jetzt gemacht? Na gut. Wir sehen uns gleich. Wir haben nur die Pavate mit. Toll, Pavate, das hast du gut gemacht. Jetzt können wir da noch mal einige und einen weiteren Begleiter holen. Bis gleich. So. Wie ist denn das mit der Begleiter? Jetzt muss ich schnell schauen, bevor es weitergeht. Wie ist denn das mit den Begleiter gegangen? Achso, da kann ich das so einstellen. Okay, da kann ich das. Ah, super. Es ist nur gut, dass ich das selber einmal rausfinde. Schlecht ist der Depp gar nicht. Fähigkeitsschaden durch Begleiter erhöht den Schaden, den der Begleiter mit seiner Fähigkeit verursacht. Verringert die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er Gegner angreift, was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit ignorieren. Sam verursacht zusätzlichen Schaden an Robotereinheiten. Cool. Ich habe jetzt da die Pavati an Bord, gell? Ja, ich habe jetzt da die Pavati, wir nehmen noch einmal die Nyoka mit. Wenn man nicht lesen kann, gell? Ja. Aber wir sind jetzt eh schon wieder fast am Ende dieser heutigen Episode. Beim nächsten Mal geht's weiter. Baba dabei.